In diesem Video wird gezeigt, was angeblich in einem Eisengolem drin sein soll. Das Originalvideo ist in der Beschreibung verlinkt. Und wir sehen, da wird eine Enderperle auf einen Eisengolem geworfen. Und im Inneren soll sich angeblich ganz viel komplexes Redstone befinden, was irgendwie ein bisschen komisch ist. Eisengolem hat ja eigentlich gar nichts mit Redstone zu tun. Also wer das glaubt, dem ist nicht zu helfen.